Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Lenis vs. Diamonds. Ich habe euch ja im letzten Video schon gesagt, es wird noch ein Unpacking kommen. Und über dieses Unpacking von Teenie Schnickschnack freue ich mich besonders, denn es beinhaltet ein Bild, wo ich den Coverminder jetzt schon recht lange habe, das Bild aber noch nicht erschienen ist, sozusagen noch nicht lieferbar war. Und dann hat sie es auch noch ein paar Wochen zurückgehalten, weil sie es eigentlich im Set verkaufen wollte, was jetzt aber alles logistisch nicht geklappt hat. Aber ich will jetzt gar nicht so viel drum herum reden. Ich zeige euch, ich habe zwei Bilder bestellt. Das eine ist eine Neuauflage. Das gab es schon mal in kleiner, wo ich es dann eigentlich am Schluss haben wollte. Dann war es nicht mehr zu kriegen. Dann habe ich auf die Neulieferung gewartet und jetzt hat sich herausgestellt, das Bild ist größer geworden. Ich hätte eigentlich auch gerne das kleinere gehabt. Und ja, wir schauen da jetzt einfach mal rein. Manche von euch werden jetzt vielleicht schon wissen, von welchen beiden Bildern ich spreche. Ich rede mich hier schon um Kopf und Kragen. Ich muss aber sagen, die Pakete bei Teenie leiden im Moment ein bisschen bei der Post. Also dies ist schon sehr zerbeult. So. Auch den Karton so ein bisschen zumindest. Und ich habe jetzt schon so viele Gratis-Squishies, ne? Aber ihr glaubt doch nicht, dass ich einmal den Pudel bekomme, den ich unbedingt haben möchte. Dies ist aber eine süße Schildkröte. Die gefällt mir auch. Das ist der Squishy, den es dazu gibt. Und dann hatte ich mir noch einmal Teenie Schnickschnack Washi Tape dazu bestellt. Das gab es jetzt wieder. Ja, womit fange ich an? Ich sehe jetzt gerade das erste Mal, dass auf den Bildern auch eine Altersangabe steht. 7 plus. Ich würde sagen, wir fangen mit dem kleineren an. Das ist nämlich das, wo ich jetzt schon länger drauf warte. Das ist auch die Erstauflage von dem Bild. Ach nee. Quatsch. Ich habe mich vertan. Das ist die Zweitauflage. Das hier muss das Bild sein, worauf ich jetzt schon so lange gewartet habe. Und zwar ist das wieder von Asselworld, also von der Designerin oder Künstlerin. Ich mag zwar eigentlich nicht so viel hellen Hintergrund, aber ja, ich fand das Bild so süß, weil das auch zu dem Otter im Kaktus genau passt, weil das ja auch diese Art Design hat mit dieser Briefmarke sozusagen. Oh, und ich finde die Assel einfach so süß mit den vorstehenden Zähnen. Ich glaube, ihr könnt es auch recht gut sehen, ne? Und ich sehe gerade, es passt genau für mein neues Regal. Es hat nämlich 39 Farben. Und mein neues Regal, was ich euch gerade schon gezeigt habe, hat ja 40 Schiffchen. Also dafür werde ich es auf jeden Fall nehmen. Und so viel weiß ist es auch gar nicht, wie ich gedacht hätte. Also bei Best Friends ist es mehr. Das ist ja schon mal sehr erfreulich für mich. Klebekraft ist auch wieder gut. Das Bild hat, wie gesagt, 39 Farben und davon 4 AB-Farben. Also gar nicht so viel. Und ja, es ist in 50x50 mit eckigen Steinen. Und ja, ich finde es mega toll. Das wird auf jeden Fall als nächstes gepaintet. Weil ich habe mich jetzt, ich habe es mir einfach geschworen, weil so heiß, wie ich hinter dieses Bild her war, wann kommt es denn endlich, wann kommt es denn endlich, da muss man es auch sofort painten. Sonst braucht man sich da nicht so hinterher bemühen, wann das Bild jetzt lieferbar ist, finde ich. Das ist ja zu schade, um es dann erst wieder an Kleiderbügel zu hängen. Oder was meint ihr? Ja, da ist nochmal das Vorschaubild mit den Stickern.
Da muss ich nun dann halt mal gucken, wie ich es dann mache mit meinem Schiffchen. Ich denke, dass ich es einfach mit 1 bis 39 mache. Und was ich auch sehr gut finde, 1 bis 8 ist wirklich 1 bis 8. Bei manchen Bildern ist das ja so, dass 2 dann Nummer 32 ist oder so. Also da finde ich schon besser, wenn man mit Buchstaben anfängt und dann mit Zahlen anfängt, dann mit Buchstaben und dann mit Symbolen. Und das ist hier so. Das finde ich schon mal sehr gut. Das Toolkit zeige ich euch auch noch eben. Blaues Wachs im Döschen, weißes Musterverschiffchen, leider breite Aufsätze, die ich ja gar nicht benutze. Und ja, das ist das Toolkit. Und hier sind die Steine. Dann wollen wir doch mal gucken, wie viel 3865 dabei ist. Da bin ich jetzt ja mal gespannt. So, 3865. Uiuiuiuiui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Tüten. Ich glaube, bei mir ist 3865 das neue 310. Da paint ich wirklich noch lieber 310. So, wir schauen uns die Farben mal eben schnell an. Pink, grün. Dies ist auch schön. Das ist die 760. Mehrere Grün-Türkistöne. Dann natürlich nicht zu vergessen, das Helle. Dann ist hier ein AB, zwei Tüten, die 605. Und die 743 als AB, die 907 als AB und die 3846. Dann die 3860 zweimal. Hier so ein ganz helles Gelb. Das kommt in den Blüten und in der Schnauze, wenn ich das richtig sehe. Die 964 ist auch zweimal und die 963 auch. Was ich ja bei dem Otter am Cocktailglas toll fand, dass da so viele Neonsteine bei waren. Ich hoffe, dass Tini auch noch mal wieder ein Bild mit Neonsteinen rausbringt. Und dann zeige ich euch noch mal eben den Coverminder. Den habe ich ja schon lange. Den hatte ich mir damals extra schon vorsichtshalber bestellt. Nicht, dass ich ihn nachher nicht mehr bekomme, wenn das Bild dann tatsächlich rauskommt. Und wisst ihr, auf was ich mich bei diesem Bild eigentlich am meisten freue? Auf die Schnauze. Ja. Das ist das eine Bild, was ich euch zeigen wollte. Das brauche ich ja auch gar nicht so weit zur Seite rollen, weil das wird ja diese Woche noch angefangen. Und dann kommen wir zum zweiten. Und das gab es schon mal in 40x50. Und dann sollte das neu bestellt werden. Und ich war davon ausgegangen, dass es dann auch in 40x50 wiederkommt. Es ist aber in 40x60 wiedergekommen. Dafür aber auch noch mit spezielleren Steinen. Und das schauen wir uns mal eben an. Das ist auf jeden Fall die kleine Fine. Von ihr habe ich den Coverminder auch schon länger. Man lernt ja dazu bei Tini. Das ist das gute Stück. Wie gesagt, anstatt 40x50 ist es jetzt 40x60. Geht aber ja auch noch. Es hat 60 Farben, also wirklich viel. Und drei Spezial. Steine, die schauen wir uns natürlich gleich noch eben an. Und das ist auf jeden Fall das gute Stück. Das ist Fine, die kann man ja auch hier sehr gut erkennen. Klebekraft ist auch sehr gut. Wie gesagt, 40x60 mit eckigen Steinen. Und dann kommen jetzt die Farben.
Ist hier gar kein Toolkit bei? Nö. Ich meine, mir macht es jetzt nicht so viel. Ach, ist auf den Boden gefallen. Ich habe auch schon gedacht, das wäre ja das erste Mal bei Tini, dass das Toolkit vergessen wurde. Ist dasselbe wie gerade, also brauche ich da nicht großartig viel zu sagen. Und dann kommen wir zu den Steinen. Mir fällt gerade ein, 40 x 60 ist ja eigentlich auch dieselbe Fläche insgesamt wie 50 x 50. Also sind beide Bilder die gleiche Painting-Fläche sozusagen. So, jetzt schauen wir mal hier in die Farbkombi rein. Ich versuche mal eben herauszufinden, welches die Spezialsteine sind. Oh, das sieht man deutlich. Das sind diese hier. Das sind Metallic-Steine. Einmal dieser. Einmal der grüne und einmal lila. Wir schauen uns gleich auch noch mal eben an, wo die hinkommen. Diese Farbe ist auch sehr schön, die 3750. Ich ziehe das einfach nur mal eben so durch. Jetzt wäre es mir schon fast hinter den Schreibtisch gefallen. So, dann haben wir hier noch 310 ist bei beiden Bildern. Ja doch, hier ist ein bisschen 310. Aber beim anderen Bild war gar nicht. Und dunkelblau, die 939 ist auch ein bisschen. So viel 310 ist im Bild. Also es geht ein Beutel. Und dann schauen wir doch mal, wo die Spezialsteine hinkommen. Muss man irgendwie ein bisschen tricksen. So, einmal das D. Das D ist hier in den lila Anteilen immer mal so ein bisschen. Dann das Prozentzeichen. Das ist zum Beispiel hier in dem Schwanz und hier oben auch nochmal. Und der gelbe, da bin ich jetzt gespannt, der ist im Auge, nur im einen Auge und auch nochmal hier in diesem Gelbanteil. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Mir fällt gerade auf, Fine ist anscheinend gar nicht von einem Künstler, steht zumindest nicht drauf. Weiß ich jetzt gar nicht, ob es wirklich nicht von einer Künstlerin ist oder von einem Künstler oder ob es halt nur nicht drauf steht. Ja, es hat auf jeden Fall stolze 60 Farben. Und ja, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, welches Bild euch besser gefällt. Auch gerne, wenn euch gar keins gefällt, also... Das ist ja wirklich reine Geschmackssache. Und ja, ihr werdet auf jeden Fall in den nächsten Tagen ein Video bekommen mit der Tini-Assel, weil die werde ich jetzt wirklich bald anfangen. Ich habe noch ein paar Felder bei meinem zweiten Halloween-Mystery-Bild, das Nummer 77. Aber ich denke, spätestens am Wochenende, wenn ich überhaupt so lange warte, muss ich mal schauen. Sonst painte ich ja auch immer zwei Bilder gleichzeitig. Habe ich jetzt im Oktober nicht so viel gemacht, aber mal schauen. Ja, das waren meine beiden Bilder, die ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat dieses Unpacking gefallen. Würde mich sehr über Kommentare von euch freuen. Und dann hoffe ich natürlich, sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Und vergesst den Daumen nach oben nicht. Dankeschön, bis dann. Tschüss.